Die Bärenbüsche wurden nicht mehr leergeräumt. Weil die alle mit Ständen gefüllt sind, die Dreckigen. Glaubst du ja gar nicht. Macht weg die Beere, die brauchen wir noch. Wir hungern hier ansonsten aus. Wir haben für 2 Monate Nahrung, also Reserve. Und die Produktion wird nicht ewig halten. Wirst du wohl aufsteigen, verdammt. Nimm dir ein bisschen Klamotten und dann ist es gut. Wir sollten uns ein paar Schafe beschaffen, damit wir Garn bekommen können. Brennstoff. Okay, gut. Die Steuern sind abfällig geworden und wir haben sie bezahlt gekriegt. Lass mal die Familie reinkommen. Mach den Gemüsegarten fertig. Die Hühner machen jetzt nicht so viel. Wir sollten das Geld, das wir haben, im Moment behalten. Sobald der September losgeht. Halt auf dem September. Schickt einen Haufen Familien schon mal rüber. Okay, die beginnen jetzt schon zu ernten. Von mir aus könnte das im August ernten, das ist 100%. Ich weiß, dass die Nahrung zu nahe geht. Aber nicht mehr lange. Bitte? Holt den Weizen zuerst. Das ist Brache. Da kommt Gerste drauf. Da kommt dann Weizen. Hier, hier kommt auch Weizen. So, das ist dann ein Weizenfeld. Gerstenfeld. Weizen. Weizen, Gerste? Wie dem auch sei. Die Weizenfelder müssen zuallererst gemacht werden. Die Mühlen müssen mahlen und wir brauchen Nahrungsmittel. Ansonsten sind wir gleich in einer sehr, sehr großen Problematik. Zumindest bis die ganzen Gemüsegärten wirklich funktionieren, ist das alles nicht so einfach. Nimmst du dir wohl deine Pflanzenbekleidung, Junge? Ein Lebensmittelstand ist fertig geworden. Wie schön. Klamotten, Leute. Klamotten. Warum geht ihr hier hin? Warum bist... Nein. Warum pflügt es jetzt? Ihr sollt ernten. Gut, erntet. Wir brauchen Brot. Schnell. Schmeiß die Öfen an. Gesetze verfügbar. Ich weiß, aber die Gesetze wollen wir hier gar nicht haben. Oh, fuck. Beinahe, Leute. Beinahe. Das sollte Gerste machen. Das Feld wird aber jetzt zu Weizen. 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 Und das wird zu Brache. Und das wird danach halt, die werden hier danach zu Brache. Och, es kommt so ein verdammter Herbststurz. Herbststurm. Wehe, mein Getreide geht in den Arsch.
So. Überschuss geht einfach arbeiten los. Okay. Das hier. Brachland. 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 Weizen. Brachland. Brach. Junge! Okay, das ist noch nicht geerntet. Also alles in Ordnung. Das ist Brach. Erste. Und hier hat ich erwogen, Weizen draufzusetzen. Setzen wir Weizen drauf. Die Felder sind leer, nicht wahr? Dann gehen die einmal ganz kurz weg und wir etablieren neue. Dann ist das Mikromanagement einfacher. Landwirtschaft. Feld. Also war ein Morgen. Weizen. Zweimal Weizen. Brache. So, holt das Zeug. Früher gab es doch noch so eine Taste. Da. Hohe Priorität, was das Dreschen angeht. Los. Wir brauchen Korn und zwar so schnell es geht. Die Mühlen müssen anfangen können zu arbeiten. Bei denen hier wird nicht, gibt es nicht so viel zu dreschen. Können wir irgendwo noch weitere Leute abziehen, die wir nicht brauchen? Hier zum Beispiel. Hier. Geht hier rüber. Geht hier rüber. Die Bären sind gegessen? Nein, warum nicht? Egal. Sammlerhütte. Zwei Leute raus da. Die haben schon alle Stände bekommen. Die Sache ist, dass die Nahrung nicht verbraucht wird mit einem Mod. Das ist dafür, dass wir nur einen einzigen Mod auf Reserve haben. Und das ist eine miserable Reserve. Okay, diese Felder hier, die gehen. Ich wollte die wieder umstrukturieren, damit die... Ah, Kamera, nein. Lass das. Das ist auch Brache. Das ist auch Brache. Das ist Brache? Wirklich? Hier war Gerste vor kurzem, nicht wahr? Hier wird schon wieder gesät. Warum wurde hier gesät? Das ist Brachland. Hier kommt Weizen, hier ist Gerste. Hier kommt Weizen. An der weiteren Stelle brauchen wir auch Gerste. Genau, wir haben uns komplett nach Gerste gerichtet in erster Linie. Wir haben jetzt ein bisschen nach Flachs mitgerechnet, oder? Nö. Ein bisschen schon. Egal, hier. Das hier kriegt Gerste. Und die Felder werden abgebrannt. Und bleiben brach. Und können dann auch weg. Wir versuchen hier gerade, wie gesagt, ein bisschen umzustellen. Hier haben wir einmal Weizen, ein Morgen, hier haben wir wieder zwei Morgen Weizen jeweils. Zwei Morgen Gerste. Wir wollten Flachs noch mit einbinden in den ganzen Spaß. Irgendwie
Will das nicht so ganz. Haben wir überhaupt? Wir haben eine Gerberei. Wir haben noch nicht mal irgendeinen Weber oder sowas gebaut. Wir haben 12 Flachs, aber wir haben praktisch nichts anderes. So, dann möchten wir Felder. Flachs wäre hier eine Option. Aber Flachs ist nicht so wichtig. Wenn wir Klamotten brauchen, beschaffen wir die uns anderweitig. Nein, Kamera, nicht entführt werden. So beschaffen wir uns hier jeweils noch einen weiteren Morgen an Feldern. Viel besser, würde ich schätzen. Dann kommt hier Weizen. Hier kommt Weizen, hier kommt Gerste, hier kommt Gerste. Die beiden wären Flachs. Schmeißen wir den Fruchtwechsel jetzt an. Theoretisch hätten wir hier so ein paar Felder. Wir automatisieren das lieber noch nicht. Vertraue dem Spieler noch nicht so ganz. So. Die müssen im Oktober noch die ganze Aussaat schaffen. Vielleicht sind die überfordert. Wir brauchen vielleicht noch mehr Familien. Es wurde auch wirklich noch gar nichts gedroschen. Also das hier funktioniert gar nicht. Mit der Dresch-Priorität. Okay. Wir haben keine Reserven mehr. Die Bären sind verbraucht. Jetzt geht der Arsch ein bisschen auf Grundeis. An die Arbeit, Leute. Wir brauchen diese verdammten Ochsenpflugstellen. Also damit haben wir uns, glaube ich, entschieden, wie wir uns bewegen wollen, was die Entwicklung angeht. Wir wollen das hier haben. Wir haben auch, wie gesagt, 3 Punkte, die wir nutzen können. Schachtminen, schwerer Pflug, Streuobst. Die Schachtminen können warten. Der schwere Pflug kommt zuerst. Wir müssen hier die Nahrungsproduktion wirklich in den Griff bekommen. Irgendwie weigert sich diese Stadt vernünftig versorgt zu werden. Die Nahrungsmittel sind jetzt auf Reserve. Die müssen, oder sind jetzt da, die müssen halt nur bearbeitet werden, verdammt. Aber die weigern sich, ihr Getreide zu dreschen. Naja, wie gesagt, solange sie schaffen, im Oktober auszusehen. Das hier wird gerade gesät. Das hier wird gerade gesät. Das hier wird gepflogen. Das hier wird gesät. Weizen wächst. Okay, gut. November hat angefangen. Von mir aus. November ist noch Herbst. Geht noch. Nahrungsmittel gehen hier mehr oder weniger klar. Wir hätten Brot nicht verkaufen dürfen. Merken wir uns, dass mit dem Brotexport vergessen wir erstmal für eine Weile. Korn kommt langsam rein. Wir brauchen diese Gemüsehütten. Und der muss endlich mal seine verdammte Kleidung bekommen. Gut. Was? Dafür haben wir auch ein neues Lager ausgebaut. Wo wir noch Leute reinsetzen müssen, fällt mir gerade ein. Oh, verdammt, ich habe hier nicht gecheckt. Ja, das hier könnt ihr direkt abfackeln.
Das ist Brachland. Das habe ich vergessen abzuprüfen. Aber das Feld funktioniert. Gut. ...41, 13, 14... Die hier werden vernünftig produzieren. Die hier werden abgefackelt. Die hätten brach liegen sollen. Bauernhaus, da wird noch ein bisschen gedroschen. Lassen wir eine Familie drinne. Hier wird noch gedroschen. Lassen wir eine Familie zum Dreschen drinne. Und dann aktivieren wir die beiden Mühlen wieder. Hier war die ganze Zeit noch jemand drinne. Na, dann geht Förstern oder so. Wir haben euch in meiner ersten Linie aus den Förstern rausgezogen. So, allerdings geht es dieser Stadt ja auch schon viel besser. Unser ganzer Gerstenimport macht es gut. In dieser Stadt beginnt es halt wirklich gut zu gehen, glaube ich. Wir könnten theoretisch mehr Schafe einkaufen. Und ein bisschen mehr Weide bauen. Damit wir mehr Klamotten zusammenkratzen können. Aber für den Moment geht das. Für den Moment haben wir andere Probleme. Maßgeblich keinen Platz für irgendwas. Wir haben zu viele Bretter. Die hier können ausgebaut werden. Die Gemüsehütten wollen wir generell gerne ausgebaut haben. Die haben ihre Bedürfnisse halt nicht erfüllt bekommen. Also zicken die noch. Hier haben wir noch weitere Stufe 1er. Bei denen kommt das Marktplatzzeug einfach nie an. Naja. Nun gut. Was ist da los? So, ach, generell ist nachvollziehbar. So. Also wir haben die Steuern jetzt schon fast schon zusammen. Wir werden Geld machen. Wir kommen klar. Im Rolf ist durch diesen Patch plötzlich funktionabel geworden. Wer hätte es gedacht? Wir haben uns so stark auf Handel verlassen, um irgendwie an Geld zu kommen. Und jetzt brauchen wir das nicht mehr, weil die Stadt funktioniert. Ich bin glücklich mit Imrolf für den Anfang. Wir müssen nur Nusslur irgendwie endgültig irgendwie retten. Ich habe keine Ahnung. Dieser Ort hier ist eine Katastrophe. Eine pure Katastrophe. Irgendwie habe ich das Farmen so dermaßen in den Sand gesetzt hier. Wir brauchen einen Haufen Ochsen. Wir haben den zweiten Anbinderbalken gebaut, nicht wahr? Der steht da. Baut zum Stall aus. Sobald ihr fertig damit seid, ihr... Die Felder sind alle bestellt. Die Felder sind alle bestellt. Wir müssen also nur in den Dreschhäusern die Leute drinnen lassen. Hier muss nicht mehr gedroschen werden, ihr seid frei. Hier muss noch ein bisschen gedroschen werden. Hier lassen wir auch einen drinne. Hier muss noch ein bisschen gedroschen werden. So. Person mit den Ständen haben wir zu verschwinden. Du kannst ja auch rausgehen. Füllt die Mühlen. Füllt die Bäckereien. Oder die Brotstuben. Macht das. Die Melzerei kann wieder arbeiten, weil wir jetzt Gerste haben. Schub.
Beschafft uns wieder Nahrungsmittel. Wir müssen irgendwie wieder ein Jahr Nahrungsmittelreserven kriegen. Früher war es ja zum Beispiel auch so, dass Ziegen auch Nahrung gegeben haben. Die haben nämlich Milch gegeben anstatt von Häuten. Ich muss sagen, ich bin nicht unzufrieden damit, dass Ziegen uns Häute geben. Der muss ausgebaut werden, verdammt. Ach, die Weberin macht auch Flachs zu Leinen. Also wir brauchen so oder so einer. In dem Fall setzt sie nach dahin. Dann denke ich, möchten wir auch einen Viehhändler bauen. Er kann auch hier an die Königsstraße gesetzt werden. Auch nach hierhin von mir aus. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir ein paar Schafe hier reinbekommen. So, die Leute sollen im Winter jetzt nicht verhungern. Also sorgt für Nahrungsmittel, verdammt. Die Handelsposten ist gebaut. So, das Weiteren. Landwirtschaft. Eine Schafzucht. Nach hier außen hin, hier ist eigentlich gutes Farmland. Wo ist das schlechteste Farmland, das wir haben? Hier. In dem Bereich das schlechteste Farmland. Zumindest in der Stadtnähe. Das wird zu, das wird dementsprechend umfunktioniert. Nein. Beide. Das ist eine große Weide. Zimmert sie da hoch. Und baut eine Schafzucht daneben. Und dann möchte ich, dass wir im Viehhandelsposten handeln. Schafe. Oh je. Schafe sind toll. Wir könnten Lämmer kaufen, die würden dann aufwachsen. Lämmer sind günstiger und wir hätten die Zeit. Importieren wir Lämmer, bis wir... Was kosten 15? Bis wir wie viele haben? 20? Das ist ganz schön teuer. Fangen wir mit 10 an. Und die müssen halt doch aufwachsen. Auf der Weide. Theoretisch. Vermehren sich mit der Zeit langsam. Wie gesagt, wir kriegen noch 3. Den hier. Oder? Lass mal im Rolf checken. Können wir nicht? Okay, gut. Sekunde. Emroll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir kriegen 6 insgesamt. Wieso macht ihr dieses Brot nicht? Los, gibt's her. Massen an Mehl, zu wenig. Okay, wir brauchen noch einen weiteren Ofen. Baut einen dritten Ofen. Baut einen weiteren Kommunalofen.
Und das ist wichtig, also macht Sinn. Das hat höchste Prio. So, das wird natürlich auch unser Vermögen draufschlagen mit den Vieh. Vielleicht wollen wir die Schafzucht nehmen. Das müssen wir halt wirklich überlegen. Entweder wir kaufen die Schafe halt langsam ein, Stück für Stück. Oder wir forschen die Schafzucht. Aber es wird uns entweder das Streuobst oder den Pflug kosten, weil das hier nicht verhandelbar ist. Die Schachtminen wollen wir. Und die nehmen wir uns auch. Der Pflug, der hat schon eine gewisse Wichtigkeit. Die Äpfel, Äpfel sind jetzt wahrscheinlich tatsächlich von dem, was ich gehört habe, nicht zu schlecht auf Dauer. Aber wenn wir das Gebiet hier stattdessen in komplette Agrarwirtschaft umbauen, komplett dafür nutzen. Ich weiß nicht. Das wäre aber gut für andere Regionen. Im Zweifel müssten wir hier das Land hier mit Äpfeln versorgen. Haben wir eigentlich irgendwo einen Fluss? Wer hat doch irgendwo einen Fluss hier rumeideln? Das Land hatte irgendwo einen. Hier ist der Bach. Der ist auch und der ist okay, der geht hier entlang. Gut zu wissen. Rein da. Wir haben schon zwei Schäfchen bekommen. Zwei Lämmer. Die werden ja aufwachsen. Okay, die Nahrung ist mal gerettet. Die Stadt hier ist nicht elendig verhungert. Es war schon wieder knapp. Wir müssen so weit aufsteigen, dass wir hier den Flug bekommen können fürs nächste Mal. Übrigens. Wäre günstiger hier. Wir wollen auf 6 Ochsen hochgehen. Mal schauen, wir haben einen Stall hier, einen Stall da. Und den anderen Stall hier, genau. Vielleicht müssen wir die Viehzucht noch nicht beschaffen und wir kaufen die einfach Stück für Stück zusammen. Bis wir hier eine volle Weide haben. Und dann nehmen wir die Äpfel trotzdem mit. Dann einfach, um die vielfältige Ernährung hier besser hinzukriegen. Sobald die hier vernünftig funktionieren. Und der hier verdammt nochmal aufsteigen darf. Naja, mal sehen. Wie geht es mit unseren Schustern? Unseren Schuhen. In der Region hier. Es geht. Wir haben massiven Lederbeschuss. Wir können ihn wieder ein bisschen arbeiten lassen. Schusterwerkstatt. Er dürft wieder. Die Tischlerei. Stellt uns immer noch Schilde her, nicht wahr? Ja. Holzteile könnten wir verkaufen. Was wären Holzteile wert? Das ist die Handelsroute nicht wert, die wir dafür bezahlen müssen, das aufzusetzen.
Für uns des Königs kriegen wir aber auch einfach gar nicht. So, checken wir mal. Gibt es irgendwo jemanden, der auch wirklich aufsteigen möchte? Die hier hinten sind bereit dafür. Hinten funktionieren so ein paar Sachen. Der ärgert sich darüber, dass er nur eine Art von Nahrung hat. Aber ihr müsst bedenken, wir müssen gerade eine ganze Menge Nahrung herstellen. Also hört auf zu weinen. Mehl ist fast verbraucht. Korn ist weg. Wir haben die 75. Wir brauchen generell mehr Einwohner. Mehr Getreide. Nein, nicht Getreide. Mehr Gemüse. Mit der Nahrung funktioniert. Wir brauchen aber auch mehr Klamotten. Das heißt, ab einem gewissen Punkt müssen wir Ziegen beschaffen, damit wir vernünftig gerben können, dass Leder uns nicht ausgeht. Aktuell ist das nicht wirklich eine Gefahr. Bier wiederum läuft gerade noch nicht so. Auch für Ausbau auf Stufe 3 ist möglich. Die Brauerei kann nicht. Der konnte gerade. Jetzt nicht mehr. Weil Bier fehlt. Dort eine zweite Brauerei. In der Taverne arbeitet zumindest jemand. Der Melzer, der melzt. Mit zwei Brauereien sollte das alles klappen. Hoffentlich. Die Leute reden wieder über Nippel. Das ist nachvollziehbar und erfreulich. Und wir können aktuell nur Holz verkaufen. Wir haben keine wirklich effektive Handelsroute. Die Steinblöcke können wir nicht wirklich machen. Dachziegel könnten wir verkaufen von dem, was wir haben. Aber wir brauchen die noch. So. Eventuell müssen wir noch später noch ein bisschen umrüsten. Aber ansonsten bin ich jetzt aktuell vergleichsweise zufrieden, wie die Dinge laufen. Besonders in Imrolf. Imrolf ist gut geworden. Mehr oder weniger. Ja, die Stadt wird wahrscheinlich irgendwann einen aggressiven Kollaps erleiden. Aber an sich... Wir haben drei... Die Beeren gehen komplett in den Keller. Wie viel Farbe haben wir? Ja, wie wäre es, wenn ihr das mal lasst, Leute? Ist genug. Ist gut. Ich weiß nicht, wie lange Lämmer brauchen, um aufzuwachsen, um die Wahrheit zu sagen. Wir brauchen noch zwei weitere Stufe 3er. Wir müssen Stufe 3er bauen, das ist einfach wichtig. Du kannst Stufe 3 werden, du wirst Stufe 3. Den meisten Leuten fehlt es hier aber an etwas. Und sobald wir einen Pflug haben, bauen wir Pflugstellen überall rein. Dann wird zumindest das Pflügen schneller gehen. Du! Aufsteigen. Mir egal. So, Nahrung wird endlich gearbeitet. Hast du Mehl verbraucht? Nusslo ist aufgestiegen. Okay.
Hier ist die Sache. Wollen wir die Äpfel haben oder nicht? Eine gute Menge an Äpfeln könnte für die Nahrungsvielfalt sehr nützlich sein. Weil es auch eine weitere passive Nahrungsquelle wäre, neben dem ganzen Zeug, das wir ohnehin schon haben. Ansonsten hätten wir nur zwei Nahrungsarten, die wir effektiv im großen Stil bekommen. Und Eier. Wir würden Gemüse und Brot vielleicht zusammenkratzen können. Beeren sind aus dem Territorium keine Option. Insofern, ich will das Streuobst haben. Wir wollen natürlich zuerst einen schweren Flug nehmen. Schachtminen kommt danach. Und danach wird es die Entscheidung hier zwischen. Zimmert rein. Das Mehl verbraucht. Mehl ist verbraucht. Ihr könnt aus den Öfen raus. Haben wir hier Packesel? Nö. So, neue Familie ist eingezogen. Das ist sehr schön. Ihr von Abraham müsst endlich mal Nahrungsmittel kriegen. Okay, März, stopp. Sofort an die Beeren mit euch. Sofort in die Sammlerhütte. Räumt leer. Beeren sind fast einfach verbraucht. So. Die könnte dann auch aufgestiegen werden. Warum halte ich mich zurück, die Dinger aufsteigen zu lassen, frage ich mich. Jetzt nicht so, als wenn wir ein Limit hätten, nicht wahr? Wenn es einmal einen Auftrag gegeben ist, ist es einen Auftrag gegeben. Baut aus. Und die ganzen Stufe 1er. Eine Stufe 2er produziert immerhin schon ein bisschen regionalen Wohlstand mit, den man benutzen kann. Da hinten. Die haben es irgendwie auch geschafft, aufsteigen. Nein, da können sie nicht. So, die steigen auf. Sehr schön. Die haben halt ihre Probleme mit Nahrung. Hauptsächlich Nahrung. Erstmal einen Burgplan eröffnen. Gut, aber... Bier sollte ja funktionieren jetzt. Nahrung ist halt, bleibt einfach ein Problem. Zumindest bis die ganzen hier vernünftig arbeiten. Und dafür müssen wir die alle auf Gemüse anschmeißen. Es gibt hier noch ein paar, die es noch nicht getan haben. Hier können wir eine Familie reinschmeißen. Kommt da rein. Rein da. Rein da. Familien, die halt nicht aktiv irgendwas tun, aber zumindest beschaffen sie uns Nahrung und die brauchen wir einfach. Und dann sollten wir vielleicht noch ein paar weitere Hütten am Rand mit Eiern voll machen. Die hier zum Beispiel. Oh. Die haben keinen Platz. So viel Geld haben wir nicht. Vier Lämmer haben wir inzwischen. Macht ihr da? Händler importiert Vieh. Okay. Lamm folgt. Habt ihr uns gerade die Schafe abgezogen? Ah ne, die bringen uns gerade ein Lamm. Was?
Bis solange die Schafe irgendwie magisch bei uns erscheinen, bin ich komplett zufrieden. Hier. Wir haben den Flachs, den müssen wir auch noch verbrauchen. So. Und wir wollen die Äpfel haben. Okay, das Gelände hier möchten wir jetzt eigentlich nicht so weiter roden. Setzen wir lieber ein Holzfällerlager nach hier hinten hin. In dieser Region, nahe der Mine. Sammeln. So, Holzfällerlager. Und wir sollten mit dem Forsthaus anfangen. Oder zweien. Was war denn im Vorrat haben, Waffen haben Schaden erhalten von der Brauerei? Ah. So, hier will die Besteuerung wehtun. Hier funktioniert das alles sehr gut mit dem Verkauf von dem Müll. Wir haben Massen an Helmen. Und Kettenrüstung haben wir auch ein bisschen im Überschuss. Das liegt daran, dass nur Stufe 3 Gebäude Kettenrüstung haben können. Deswegen wollen wir so viele Gebäude wie möglich auf Stufe 3 bekommen. Denn unsere Stufe 3 Soldaten können die Kettenrüstung nehmen und dann halten die mehr aus und sterben nicht. Das Nicht-Sterben ist spezifisch eine sehr gute Sache, wo ich ein großer Fan von bin. Wie sind die Schafe hier zu 30 Stück geworden? Wir haben nur 20 gekauft. Aber wir 10 Lämmer gekauft haben und sind aufgewachsen, nicht wahr? Nö. Wie lange braucht ein Lamm? Vergessen wir den Lamm-Einkauf. Das muss nämlich Jahre her sein. Vergesst das, kein Handel. Ich fürchte, wir müssen Schafe kaufen. Wir möchten auf 10 Schafe. Aha. Okay, Nahrungsmittel exportieren wir erstmal nicht. Wir müssten die Schuhroute anschmeißen. Braucht 80. Haben wir nicht. Sagen wir erstmal hier, dass wir keinen Handel haben wollen. Klar könnten wir Leder verscherbeln, aber das wollen wir auch nicht. Schuhe sind einfach das Effektivste. Wir brauchen 10 Stufe 3 Gebäude. Ah nein, das kostet Geld. Egal, baut. Macht. Schuster und Brauerei. Cool, baut die aus. Du. Wir könnten Bögen herstellen. Zuerst brauchen wir ein bisschen was an Holz. So, setzen wir mal zwei Sägewerkerleute rein. Einer reicht eigentlich. Einer reicht. Die Hütten geben immer einen regionalen Wohlstand. Das lohnt sich schon, die auszubauen. Schmerz. Wir müssen Bekleidung immer irgendwie regeln. Der Flachs wurde zu gut gemacht. Wie geht's dem Flachs hier? Das wird ein guter Ertrag sein. Ich glaube, dass der nächste Winter in Ordnung gehen wird.
Wenn Leute sonst nichts zu tun haben, können sie förstern. Und der Brennofen hier kann theoretisch weg. Den legen wir woanders hin. Wie gesagt, hier wollen wir die Industriesachen stehen haben. Deswegen haben wir unseren Kohlemeiler hier. Und daneben können dann der Brennofen, der Rennofen hingesetzt werden. Da können wir richtig krasse Eisenbarren beschaffen. Wir werden hier ein Lager ausbrauchen auf Dauer. Und da können wir Eisen rüberschippen nach hier hin, damit wir hier Rüstung herstellen können. Ketten hin bis zum Umfallen. Okay, ich sehe schon, wie es ist. Verstehe. Na gut, Hauptsache, wir kriegen die verdammten Steuern bezahlt. Leute. Für den Moment müssen nicht mehr zugewiesen sein. Ich habe keine Ahnung, was die Leute hier treiben. Wir brauchen aber noch einen weiteren Ochsen. Für diese zusätzliche Stallfläche hier. Oh, wir haben hier Geld gekriegt. Wir können die Route für Schuhe einrichten. Schuhe sind durchs Überangebot vom anderen Territorium in den Boden gedumpt. Können wir vergessen. Was anderes, was wir vielleicht im großen Stil verkaufen können? Brot will ich nicht verkaufen. Zumindest wir gar keinen Überschuss mehr haben. Angeblich. Wir können, ja gut, wir exportieren Bretter halt weiter. Das ist halt so. Wir könnten eine Handelsroute dafür einrichten. Das wäre absolut nicht lohnenswert. Wir würden nämlich so viele andere Routen dafür nicht so viel teurer machen. Wir sollten erst eine teure Route kaufen, die wir definitiv wollen. Um Waffen kümmern wir uns nicht. Auch nicht um Plattenpanzer, die holen wir uns im anderen Territorium. Da stellen wir die selbst her. Ich meine, theoretisch könnten wir... Was ist wert? Wie viel ist Eisenerz wert? Ja, es ist es nicht wert. Wir haben nicht so viel zu verkaufen. Nicht für dieses Jahr zumindest. Da muss diese Stadt noch ein bisschen damit leben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer zu schnell expandieren. In dem Fall kaufen wir weiter Vieh. Importieren wir Schafe, bis wir 20 Stück haben. Und bauen im besten Fall Hütten aus. Hühner. Ich hätte erwogen, hier eine Brauerei reinzusetzen, aber wir haben jetzt schon zwei Stück. Wir haben schon einen Schuster. Eine Schneiderei würde Mäntel, Kleidung und Gambisons herstellen. Eine Schmiede für Speere und Seitenwaffen. Oh. Wir könnten Seitenwaffen verscherbeln. Acht. Und Stangenwaffen. Speere.
Ah ne, keine Stangenwaffen, nur Seitenwaffen. Was brauchen Stangenwaffen? Wo kriegen wir Stangenwaffen her? Nicht vom Schreiner? Orteschmiede! Das hier wird nicht schnell verbraucht sein, nicht wahr?